Der Cirque du Soleil ist zurück in Wien und das bereits zum 8. Mal. Die Show in diesem Jahr steht voll unter dem Motto Amaluna und erstmals gibt es hauptsächlich weibliche Akrobatinnen und auch die Band besteht hauptsächlich aus Frauen. Ja, sensationell. Ich bin hinauf begeistert. Die Kinder auch. Wir zeigen die zwar nicht die Bilder, ja, aber sie sind wirklich total, das Benny ist komplett, der Sebastian ist komplett außer sich. Ich auch. Ich finde es fantastisch. Ja, ich finde vor allem, der Schwerpunkt ist ja Frauen. Es sind ja ganz viele Künstlerinnen da, auch Musikerinnen. Ich glaube sogar, dass die Schlagzeugerin, ja, also die habt ihr auch hinter der Scheibe gesehen, ist auch eine Frau. Also das gefällt mir sehr gut, gerade Internationaler Frauentag. Und dann heute so ein feministisch-weibliches, eine Präsentation von Power und Kraft. Also ganz toll, bin sehr begeistert. Großartig. Ich finde, entrückt in eine Welt, die man sagt, nie werden wir es packen. Ich meine, diese Bewegung brauchen wir nicht lernen, aber das Ganze so zusammenzustellen mit dieser Musik, es ist wirklich eine Unterhaltung. Also ich bin noch total gebannt und gefesselt. Ich weiß gar nicht, wie man sowas überhaupt lernen kann, was diese Menschen da auf der Bühne machen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist ein akrobatisches Punkkonzert. Unglaublich. Ja. Seit 1984 haben weltweit mehr als 155 Millionen Menschen eine Show von Cirque du Soleil besucht. Nur die besten Akrobaten und Akrobatinnen der Welt sind mit dabei. Die aktuelle Vorstellung unter dem Namen Amaluna zieht den Zuschauer in eine Fantasiewelt hinein. Eine Liebesgeschichte zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm. Akrobaten und Akrobatinnen hängen von der Decke und räkeln sich in überdimensionalen Wasserfässern und all das zu rockiger Musik. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, der Cirque du Soleil ist noch bis Mitte April in Wien.